Die neue Samsung Premium Smart Remote. Was fällt dir daran auf? Da sind weniger Tasten drauf. Lisa, welche Tasten auf der alten Fernbedienung hast du denn am häufigsten benutzt? Programmtasten? Lautstärke? Guide? Pfeiltasten? Dann teste doch mal aus, ob das Sprichwort weniger ist mehr auch bei der Smart Remote stimmt. Schau doch mal, was jetzt Interessantes im Fernsehen läuft. Schiebt man die Kanaltaste nach oben oder unten, schaltet man einen Sender weiter oder zurück. Schiebt man die Kanaltaste länger, navigiert man schneller durch die Kanalliste. Drückt man dagegen auf die Kanaltaste, dann erscheint die elektronische Programmzeitschrift, EPG, und man kann sich die passende Sendung direkt aussuchen. Wer lieber direkt die Sendernummer eingibt, kommt über die Nummerntaste zum Erfolg. Das ist das Steuerkreuz mit der runden Auswahltaste in der Mitte. Drückt man darauf, erscheint die Infoleiste oben im Bild. Hier kann man mehr zur aktuellen Sendung erfahren. Drückt man lange auf die Auswahltaste, erscheint die erweiterte Infoleiste, die noch mehr Informationen, aber auch zusätzliche TV-Funktionen anbietet. Mit der Volume-Taste auf der linken Seite reguliert man durch Schieben nach oben oder unten die Lautstärke. Drückt man dagegen auf diese Taste, wird der Ton stumm gestellt. Lisa, hast du deine Lieblingssendung gefunden? Lisa möchte diese Sendung nun gerne aufnehmen. So funktioniert es. Drückt man die Play-Pause-Taste, wird das aktuelle TV-Programm aufgenommen. Das Richtungspad kann nun genutzt werden, um die Aufnahme- und Stoppfunktion zu steuern. Im TV erscheint der Guide zum Richtungspad, der zeigt, wo die verfügbaren Funktionen liegen. Lisa nutzt häufig die Mediatheken der TV-Sender. Um diese über HBB-TV nutzen zu können, drückt man auf die Farbtaste der Fernbedienung und wählt anschließend mit dem Richtungspad die rote Farbtaste aus. Hier kann man beispielsweise auf die Mediathek des Senders zurückgreifen. Mit der Home-Taste erreicht man den Smart Hub. In der unteren Zeile ist die Startleiste, in der oberen Zeile werden die Empfehlungen angezeigt. Beim Live-TV bekommt man hier direkten Zugriff zu den eigenen Lieblingssendern. Mit dem Steuerkreuz kann man im Smart Hub in alle Richtungen navigieren und so zum Beispiel die Sender anders platzieren. Ganz einfach. Lisa, gibst du mir bitte die Fernbedienung zurück? Samsung Smart Remote. Wer sie einmal erlebt hat, gibt sie nicht mehr her.